Herzlich willkommen im Residenzmuseum Schloss Neuhaus. Wir befinden uns hier in einem alten Barockschloss, das von den Paderborner Flüssbischöfen errichtet wurde. Und das Museum zeigt die Alltagsgeschichte dieser Flüssbischöfe hier im Schloss und auch die Baugeschichte des Schlosses. Heute möchte ich Ihnen aber etwas anderes zeigen. Wir haben hier eine Sonderausstellung, die nennt sich Jäger und Beute. Dazu gibt es diesen Katalog, den können Sie auf unserer Homepage anschauen. Und diese Sonderausstellung hat meine Kollegin, Frau Dr. Silke Köhn, vorbereitet und sie wird uns auch einige Bilder erläutern. Und nun stehen wir hier vor einem Bild mit zwei Rehen. Und da ist meine Frage, Silke, das wirkt auf mich ja, wie ein romantisches Bild, wie ein Bild eines Romantikers. Ist es das? Das ist genau die Frage gewesen, die ich mir von Anfang an gestellt habe. Und dieses Bild wurde einer Restauratorin übergeben zur Bildreinigung. Und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass dieses Bild eben nicht aus der Romantik stammt, sondern ein Bild des frühen 18. Jahrhunderts ist. Der Befund der Leinwand ließ keinen anderen Rückschluss zu. Man kann es hier noch ein bisschen sehen, also man sieht eigentlich so ein bisschen die Naht, wo nämlich die Leinwand zusammengenäht wurde. Was sehen wir in diesem Bild? Eigentlich eine zunächst einmal simple Darstellung von einer Ricke und dem Rehbock, hier mit einem ordentlichen Gehörn. Das, was erstaunt ist, dass die beiden so in einer Ruhe gefangen noch an den zarten Blättern der Bäume des Waldes knabbern und man kann nach hinten schon eine kleine Aufhellung sehen, das heißt, der Wald öffnet sich in die weite Flur. Im Hintergrund sehen wir auch ein paar Wolken. Das Besondere ist an diesem Bild, und deswegen ist die Datierung eigentlich auch sehr interessant, also in das frühe 18. Jahrhundert, also vor 300 Jahren gemalt, dass der Maler seine allergrößte Schwierigkeit gehabt haben muss, ein solches Motiv überhaupt einzufangen. Denn noch vor der Erfindung der Fotografie war es natürlich außerordentlich schwierig, ein solches Pärchen angesichtigt zu werden. Zwar war es natürlich möglich, ein erlegtes Reh zu zeigen, zu malen, zu studieren, aber Rehe haben ja die besondere Fähigkeiten, den Menschen auf 300 Metern schon zu wittern und dann nämlich Reis auszunehmen. Rehe waren in der Zeit des Malers, also im 18. Jahrhundert, noch eine außerordentliche Seltenheit. Heute ist es ganz anders. Der Bestand an Rehen ist im Vergleich zu damals wirklich sehr, sehr groß, wegen der besseren Nahrungssituation. Für Maler gab es auch die Möglichkeit, in Tierparks, zum Beispiel in Kassel, gab es ein großes Tiergehege, was schon im Barock angelegt wurde, dann auch mal so ein Tier zu studieren. Und vermutlich wird der Künstler beides miteinander vereint haben. Ja, liebe Silke, vielen Dank für diese Einblicke in die barocke Malerkunst und in die Gemälde unserer Sonderausstellung. Damit ist unsere kleine Serie beendet und ich hoffe, dass Sie bald Gelegenheit haben, hier hinzukommen und sich auch die anderen Bilder anzuschauen. Vielen Dank.